Herr Präsident, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine Sondersitzung des Landtages findet nur in sehr außergewöhnlichen Fällen statt. Es ist nämlich kein Instrumentarium, das man leichtfertig einfach so nutzt. Und diese Sondersitzung ist aber dringend nötig in Ferienzeiten. Warum? Da es ein einmaliger Vorgang ist, eine Insolvenz einer nahezu landeseigenen Gesellschaft, da viele Millionen Euro Steuergelder vernichtet worden sind, da unser Haushalt in eine dramatische Schieflage kommt, da eine ganze Region Unternehmer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz großer Sorge sind und weil die landeseigene Förderbank in Not ist. Ihre Aufgabe ist es, Mittelständler zu fördern, und das ist gefährdet. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die CDU-Fraktion hätte sich eine Sondersitzung durchaus zu einem früheren Zeitpunkt gewünscht und begrüßt, nicht erst 2 Wochen nach Bekanntwerden der Pleite, 2 Wochen nach der Pressekonferenz der Landesregierung. Aber es war der Wunsch von Rot-Grün, sich Zeit zu lassen, erst später zusammenzukommen. Gut, Sie haben die Mehrheit in diesem Haus. Also Ihrem, nicht unserem Terminwunsch, den ich auch vermittelt hatte, wurde von Seiten des Landtagspräsidenten stattgegeben. Das kann man so machen. Das muss man aber nicht so machen. Und dass es der CDU ernst ist mit dieser Sondersitzung, das zeigt, dass wir einen entsprechenden Antrag mit den notwendigen Unterschriften in der Ferienzeit eingereicht haben. Und das zeigt auch, dass meine CDU-Fraktion heute komplett hier ist. Ich möchte zu Beginn aber auch herzlich Danke sagen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nur durch deren große Unterstützung kann diese Sondersitzung in der Ferienzeit stattfinden, überhaupt stattfinden, dass Abgeordnete aus Urlauben zurückkommen, sie abbrechen oder ganz verschieben. Das, denke ich, das gehört zum Mandat, das ist unser Job und das gehört sich so. Ich weiß aber, dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsverwaltung, die längst nicht das verdienen, was wir verdienen, ihren Urlaub abgebrochen oder unterbrochen haben. Und auch dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Helmut Schmidt hätte jetzt gesagt, an dieser Stelle hat Ihr Applaus gefehlt von der SPD-Fraktion. Man muss kein großer Motorsportfan sein, liebe Kolleginnen und Kollegen, um die besondere Aura des Nürburgrings erahnen zu können. Der Nürburgring ist ein internationales Markenzeichen. Die Faszination, die hört nicht in Koblenz, in Köln oder in Mainz auf. Selbst die internationale Presse hat über diese Insolvenz, über das Desaster intensiv berichtet, sogar die Times of India. Liebe Kollegen, wir wären doch alle verrückt, wenn wir dieses weltweite Markenzeichen in der Eifel verkommen lassen würden. Die grüne Hölle, die Nordschleife, die Silberpfeile oder der Nervenkitzel, legendäre Rennfahrer mit überragendem Können, das sind Publikumsmagnete gewesen und sind es immer noch. Jochen Rindt übrigens in Mainz geboren, Niki Lauda, Michael Schumacher, Sebastian Vettel und viele andere. Und ich habe mit Motorsportfans, mit vielen Anwohnern des Rings gesprochen. Auch morgen werde ich mit meiner Fraktion am Nürburgring sein, auch einige der heute Vertretenen dort treffen, zum Gespräch treffen. Und ein Großteil der Popularität des Rings kommt auch daher, dass jeder Autofahrer selbst auf der Rennstrecke fahren darf, sei es im eigenen Auto oder im Renntaxi. Und die Menschen vor Ort haben die staatlich organisierte Pleite am Ring einfach nicht verdient. Die Menschen vor Ort, die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben es satt, mit Schönrederei, noch Schönrednerei, noch länger hinters Licht geführt zu werden. Herr Ministerpräsident, es geht nicht um die Quantität der Sitzungen, von denen zahlreiche Sitzungen von der CDU beantragt worden sind. Es geht um die Qualität der Sitzungen und was Sie uns dort erzählt haben, keine Märchenstunden, denn nach den Sitzungen war meist das schon hinfällig, was Sie uns während der Sitzung gesagt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, viele leben nicht nur vom Ring, sie leben auch für den Ring. In meiner nun 10-jährigen Parlamentszugehörigkeit, sei es in Berlin oder in Mainz, habe ich noch nie
so viele Briefe und E-Mails zu einem einzigen Thema bekommen. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe auch noch nie so viel Post von SPD-Mitgliedern bekommen. Und die sind entsetzt über diese Landesregierung. Sie sind erschrocken über das trotzige Verhalten eines Ministerpräsidenten, der wild und blind entschlossen ist, alles auszusetzen. Sie sind enttäuscht von einem Ministerpräsidenten, der in seinem Amtseid schwor, zum Wohle des rheinland-pfälzischen Volkes zu agieren. Und Sie können es nicht fassen, wie die SPD für einen Freizeitpark solche Risiken eingehen konnte zum Schaden des rheinland-pfälzischen Volkes. Und daneben pendelt eine grüne Ministerin, die sich eben nicht entscheiden kann, ob sie jetzt oberste Aufklärerin oder oberste Steigbügelhalterin des Ministerpräsidenten sein will. Die Wandlung der Grünen vom Paulus zum Saulus nach der Regierungsbekehrung, die ist nicht nur bemerkenswert, ich finde sie persönlich auch abschreckend. Und hören Sie doch auf die Menschen, auf den ganz normalen Arbeiter. Ich darf Ihnen ein Zitat vorlesen aus einem Brief des SPD-Ortsverbandes Adenau. Schon im Januar 2010 regte sich in der Region Widerstand gegen Herrn Beck und seine Landes-SPD. Ich zitiere aus dem offenen Brief des SPD-Ortsvereins. Adressiert an die lieben Genossinnen und Genossen und adressiert an den lieben Kurt. Dort heißt es, wenn uns vorgeworfen wird seitens der Verantwortlichen bei Regierung und SPD, werde desinformiert und verschleiert, ist die kompetenteste Antwort, die wir gegenwärtig aus vertretbaren Erwägungen geben können, die Leute haben Recht. Und das von einem SPD-Mitglied. Nicht wir sagen dies, sondern, Herr Ministerpräsident, einer Ihrer Mitglieder. Und jetzt, Ende Juli 2012, mehr als 2,5 Jahre später, sagt der Ministerpräsident, die Vorkommnisse am Ring, die täten ihm mehr als Leid. Mehr als Leid sogar. Nicht nur Leid, sondern mehr als Leid. Ich würde sagen, das tut Ihnen mehr als 2 Jahre zu spät Leid. Und vor allem tut Ihnen das viele Millionen Euro zu spät Leid. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Einwohner der umliegenden Gemeinden, zum Beispiel in Adenau oder in Nürburg, das sind bodenständige Leute. Sie haben von Anfang an die Expansionspläne der Landesregierung mit ganz großem Misstrauen betrachtet. Der Nürburgring, der lebt, aber er hebt sich auch ab im internationalen Rennzirkus. Er besetzt ganz besondere Nischen, weil er nicht einfach ein Hochgeschwindigkeitszirkus ist, weil er nicht am Rande einer Weltmetropole liegt. Nürburg und Adenau kommen an den Formel-1-Tagen locker an Metropolen wie Barcelona, Dubai oder Monte Carlo ran. Aber dies gerät in Gefahr mit der Bescheidenheit, mit der die bodenständigen Leute vor Ort damit jahrelang, jahrzehntelang umgegangen sind. Es gerät in Gefahr, weil Herr Beck eigene Pläne hatten, die seine Gehilfen Deubel und Karfitz umsetzen sollten. Ihnen war das eben nicht gut genug. Sie hatten eigene, höhere Pläne. Wissen Sie, heute wäre es ein Segen, hätten wir das, was einmal war. Blinde, hätten Sie doch nur die Finger davon gelassen. Blinde, kritiklose Goldgräberstimmung einer allein regierenden SPD. Als die Sozialdemokraten alleine das Sagen hatten, war ihnen die Nähe zu Lindner und Richter offenbar wichtiger als der Kontakt zu den Anwohnern am Ring. Wer aber nur den Klammer sieht und den Alltag der Menschen außer Acht lässt, der entwickelt Konzepte, die keiner braucht. Und ganz ehrlich, wenn man sich anschaut, selbst während der Bauphase war noch nicht genau klar, wer denn das Zielpublikum ist. Und sollten wirklich Kölner zum Feiern und Tanzen in die Disco in die Eifel fahren, um dann mit einem alkoholfreien Bier getrunken wieder zurück nach Köln zu fahren? Das glaubt doch kein Mensch. Und da können Sie doch nicht sagen, Sie sind so beraten worden von angesehenen
Agenturen. Diese Agenturen haben erstens mit Zahlen gearbeitet, die ihnen von Ihnen vorgelegt wurden, und sie haben nach Vorgaben gearbeitet, die Sie gemacht haben. Bitte nicht wieder die Verantwortung abschieben zu anderen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Maß und Mitte haben viele Menschen in dieser strukturschwachen Region ihren Lebensunterhalt verdient, weil sie eben bodenständig geblieben sind. Doch die SPD wollte das ganz große Rad drehen. Und damit hat sie dann in der Tat wenige reich, aber ganz viele arm gemacht. Ist das sozial und demokratisch, liebe Kolleginnen und Kollegen? Soll ich Ihnen sagen, was das ist? Für mich ist das in Beton gegossener Wahnsinn, arrogante Selbstüberschätzung. Man stelle sich einmal vor, da trafen sich Manager vom Nürburgring mit Finanzvermittlern aus dem Rhein-Main-Gebiet im Luxushotel in Zürich, weil Zürich ja genau in der Mitte liegt. Und da wurde auf Landesspesen in der Schweiz die Zukunft für die Eifel geplant. Genau das nenne ich abgehoben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und trotz alledem, verehrte Kollegen, trotz alledem, den ideellen, diesen unbezahlbaren Wert des Nürburgrings, den müssen wir wiederherstellen und auch klug bewahren. Das muss die Zielrichtung aller hier im Landtag vertretenen Fraktionen sein. Und deshalb muss das Ruder schnell rumgerissen werden. Es muss das Überleben des Nürburgrings gesichert werden. Der Nürburgring hat seinen Mythos mit dem Motorsport begründet, und ich bin mir sicher, darin liegt auch seine Zukunft und nicht in der Kirmes, nicht in der Amüsiermeile und nicht in Großmannssucht. Deshalb hat die CDU 10 Leitlinien für einen Neuanfang am Nürburgring formuliert und erarbeitet. Erstens, das Insolvenzverfahren am Nürburgring muss klare Verhältnisse schaffen. Es muss sichergestellt werden, dass das Insolvenzverfahren unbeeinflusst ablaufen kann. Es dürfen keine Informationen seitens der Landesregierung und der Nürburgring-Gesellschaften zurückgehalten werden, um Fehlentscheidungen der Vergangenheit zu verschleiern. Und die mit dem Insolvenzverfahren befassten Personen und das Insolvenzgericht müssen jetzt ungestört arbeiten können. Darin bin ich mir übrigens mit dem neuen Insolvenzgeschäftsführer, Herrn Professor Dr. Schmidt, einig. Am Montagnachmittag saß ich zusammen, auch mit Kollegen Bracht und Herrn Dr. Schmidt bei uns im Büro 2 Stunden lang, und wir sind uns einig, welchen Weg wir gehen. Er ist froh, dass die Opposition diesen klaren Blick hat, und ich bin mir sicher, es geht nur gemeinsam. Lassen Sie mich zum zweiten Punkt unserer 10 Leitlinien kommen. Unverzüglich muss mit den Veranstaltern am Ring verhandelt werden, um weitere erfolgreiche Veranstaltungen zu sichern. Sie sind nämlich die Lebensgrundlage für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit am Ring. Drittens. Der teure Dauerstreit zwischen den Pächtern und dem Land muss schnellstens beendet werden. Alle vom Land 2010 verpachteten Anlagen müssen zurückgegeben werden. Viertens. Die Geschäftstätigkeit der Unternehmen im Gewerbegebiet Nürburgring muss langfristig gesichert werden. Fünftens. Handwerksbetriebe, die auf ihr Geld warten, dürfen nicht in existenzielle Schieflage geraten. Sechstens. Der Ring braucht ein Geschäftsmodell, das sich auf den traditionellen Kern Motorsport konzentriert und das nicht auf dauerhafte öffentliche Zuschüsse angewiesen ist. Die Rückbesinnung auf den Sport ist auch, meine ich, der EU-rechtliche Schlüssel zur Rettung des Nürburgrings. Und lassen Sie mich siebtens sagen, die profitablen Teile der Ringaktivitäten müssen ohne Belastungen der Vergangenheit arbeiten können. Die defizitären Teile müssen herausgelöst werden. Eine Prüfung muss ergeben, ob und inwieweit Aktivitäten in reduzierter oder anderer Form fortgeführt werden können, aber ohne dass dafür dauerhaft öffentliche Mittel erforderlich sind. Achtens. Im Mittelpunkt dieses Geschäftsmodells muss die Region mit ihren kleinen und mittelständischen Betrieben stehen. Dabei geht es um ein wohnortnahes Angebot von Arbeits- und auch Ausbildungsplätzen in der Eifel. Und neuntens, wir als CDU lehnen einen Investor ab, der Exklusivrechte für sich
und sein Unternehmen beansprucht. Die Rennstrecke muss für den Freizeitfahrer und das Renntaxi auch weiterhin offen bleiben. Und zehntens, verehrte Kollegen, der Neuanfang am Nürburgring muss im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickelt werden. Vor dem Hintergrund eben der negativen Erfahrungen der Vergangenheit fordern wir eine institutionalisierte Transparenz und regelmäßige Austauschmöglichkeiten. Es gibt viele Interessen, das ist klar. Wir brauchen mehr Möglichkeiten, sich einzubringen, als es bisher gab. Deshalb mehr Bürgerbeteiligung am Nürburgring. Aber trotz allem, wieder einmal geht es hier, wir haben es vom Ministerpräsidenten gehört, als würde er diese Rede das erste Mal halten, es geht um einen Neuanfang. Beim ersten Anlauf sind Sie auf dem Boden gelandet. Mit dem zweiten Anlauf sind Sie in die Insolvenz gesteuert. Der dritte Versuch, Herr Ministerpräsident, der muss wirklich eine ganz andere Qualität haben. Schluss mit den SPD-Alleingängen der Vergangenheit, die Rheinland-Pfalz noch sehr, sehr teuer zu stehen kommen werden. Wir sind heute ja nicht in einer Sondersitzung, auch das will ich noch mal sagen, weil der Ministerpräsident und das Kabinett mal etwas falsch gemacht haben oder weil man jetzt ganz kurz sich über eine lächerliche Achterbahn unterhalten müsste. Natürlich werden dort, wo Menschen sind, auch Fehler gemacht. Natürlich sind wir nicht alle unfehlbar, das ist doch klar. Und natürlich gehe ich ganz fest davon aus, Herr Ministerpräsident, dass Sie es am Anfang wirklich auch gut gemeint haben. Davon gehe ich aus. Es stand noch nicht Ihr Bundesvorsitz der SPD zur Debatte. Sie hatten auch noch nicht vor, Kanzlerkandidat zu werden. Aber dann musste alles ziemlich schnell gehen, wegen 2009. Und das war doch der Anfang von allem. Nicht, dass wir uns um die Eifel kümmern. Und sprechen Sie bitte nicht davon, dass der Nürburgring ein Konversionsprojekt wie ein klassisches Projekt sei, nachdem die Kasernen geschlossen worden seien. Und noch mal, wir sind ja heute nicht zusammengekommen, weil es um was ein Ausrutscher oder sowas geht. Das ist eine geplante Chronologie der Pleiten und der bewusst gemachten Fehler, weil man die Augen verschlossen hat. Oder wir sind ja nicht zusammengekommen, weil, naja, beim Segel gegen den Wind einem mal die Mütze etwas verrutscht sei, wie Ihr SPD-Generalsekretär gefaselt hat. Erzählen Sie das mal denen, die zur Einhaltung der Schuldenbremse das jetzt schmerzhaft ausbaden müssen. Den vielen Polizisten, die Überstunden vor sich herschieben, den Studenten, die keinen Platz im Seminar bekommen, den Kommunen, denen das Wasser bis zum Hals steht. Wollen Sie denen wirklich erzählen, die Mütze sei nur ein bisschen verrutscht und dann läuft die Nummer schon wieder? Das ist lächerlich, das ist Verhöhnung der Tatsachen. Ich kann nur sagen, wachen Sie endlich auf. Die Nürburgring-Probleme, die werden gewiss nicht mit derselben Verharmlosungsdenkweise gelöst, durch die sie damals entstanden sind. Das ist klar. Und ich wende mich auch an die SPD-Fraktion. Liebe Kollegen, wann begreifen Sie endlich, dass die immer wieder behaupteten Unwahrheiten eben nicht zu Wahrheiten, sondern was viel schlimmer ist, im Gegenteil zu Gewohnheiten geworden sind in dieser Regierung? Die Katastrophe, die ist doch nicht einfach so passiert. Sie hat sich lange abgezeichnet, mit Ansage sogar. Weder handelt es sich jetzt um eine Verkettung ganz unglücklicher Zufälle, noch liegt es nur bei einem Einzelversagen des ehemaligen Finanzministers Däubel. Der Ministerpräsident und seine Gehilfen, und dazu zähle ich die Herren Lewenz-Hering und Dr. Kühl, die haben ganz zielgerichtet, mit Professor Däubel zusammengewirkt. Warnungen, die wurden eiskalt ignoriert. Parlament und Öffentlichkeit, denen wurde zumindest nicht die ganze Wahrheit erzählt. Und da können Sie noch so oft Sitzungen einberufen, wie Sie wollen. Vier Ministerien, also die halbe Landesregierung, sowie drei Landesgesellschaften, ich will sie nennen, die Mittelstandsbank des Landes, die Immobiliengesellschaft des Landes und die Nürburgring GmbH, die haben trotz vielfacher Warnungen, kritischer Hinweise, mit völlig ungeeigneten Geschäftspartnern sämtliche Sorgfaltspflichten außer Acht gelassen. So etwas hat es hier in diesem Land noch nicht gegeben. Das ist nicht ein kleiner Ausrutscher, Herr Ministerpräsident. Das ist ein Vorkommnis. Da werden die kommenden Generationen noch dran zu denken und zu bluten haben. Das will ich hier ganz deutlich sagen. Und so harmlos, wie Sie eben getan haben, so harmlos ist es mitnichten. Die Folgen
Anklage gegen einen früheren Minister, Anklage gegen Mitarbeiter von Landesgesellschaften, Anklage gegen Beschäftigte von Landeseinrichtungen, soweit nur das Zwischenergebnis bis jetzt. Und der Vermögensschaden für das Land, der ist erheblich. Dann sagen Sie doch bitte nicht länger hier, es sei mal ein Ausrutscher gewesen und jetzt stellen Sie sich den neuen Herausforderungen. Wir wollen uns Ihren Herausforderungen nicht mehr stellen, Herr Ministerpräsident. Das ist die Wahrheit und das sehen die Bürger auch so. Und für den eigenen Vorteil wurde ein schwerer wirtschaftlicher Schaden hingenommen. Wie konnte es denn überhaupt so weit kommen? Da waren Sie ein bisschen schnell bei der Passage vorhin. Sie haben ja doch schnell zusammengefasst und was ein bisschen übersprungen. Müssen wir uns mal anschauen. Ein menschenleerer Vergnügungspark für eine 500 Millionen Euro. Die versprochenen privaten Investoren kamen nicht. Das mache ich Ihnen nicht zum Vorwurf, wenngleich es da interessante Geschichten gibt, wie man sich die Investoren vorgestellt hat, aber sich dann zeitgleich über die Finanzkrise und Zockereien zu beschweren, das passt nicht so ganz zusammen, wenn man selber Teil des Systems wird in dieser Sache. Aber nochmal, die Investoren kamen nicht, aber keiner zog die Reißleine, spätestens hier. Vorher hätten wir Ihnen keinen Vorwurf gemacht. Als Sie in der Regierung mit anderen Koalitionspartnern waren, war ja, solche Pläne waren ja immer in der Schublade. Sie wurden nur deshalb nicht vollends rausgeholt, weil nie private Investoren da gewesen sind. Das ist doch der entscheidende qualitative Unterschied. Nur als Sie alleine durften, musste alles durch. Das, was ein Unternehmer nie auf sich nehmen würde, weil es um sein eigenes Geld geht, das haben Sie getan, ohne Rücksicht auf Verluste. Und die müssen wir heute tragen. Das ist Ergebnis der Alleinregierung. Ja, die landeseigene Förderbank, die musste einspringen, statt privater Geldgeber. Die Regierung gab eine Landesgarantie und das Ergebnis kennen wir, Schieflagen, Pleiten und vieles mehr. Dass eine Regierung, wie ich sagte, auch mal Fehler machen kann, akzeptiert. Dass sie aber die Stoppschilder überfuhr, mit Augen zu und durch den Karren weiter in den Dreck lenkte, ich finde, das ist unentschuldbar. Und jetzt müssen wir schon fragen, wer trägt für diese Geisterfahrt die Erst- und die Letztverantwortung? Der Ministerpräsident hat er eben auch schon gesagt. Ja und? Ja, nix und wahrscheinlich. Das ist ja Ihre Reaktion. Er persönlich gab nämlich für das Projekt den Startschuss. In seiner Regierungserklärung am 30. Mai 2006 kündigte der Ministerpräsident an, ich zitiere, die Erlebnisregion am Nürburgring werden wir fortentwickeln und die Region damit touristisch wie strukturpolitisch aufwerten. Der Ministerpräsident war nicht mehr zu stoppen, koste es, was es wolle. In einem Vermerk hielt dann ein leitender Beamter aus dem Wirtschaftsministerium im Jahr 2006 fest, Zitat, nachdem sich allerdings auch der Ministerpräsident in der Regierungserklärung für die Realisierung des Projekts ausgesprochen hat, dürfte an einer Weiterverfolgung des Projekts im Grunde kein Weg vorbeiführen. Den Beamten unseres Landes war also von Anfang an klar, wir haben es umzusetzen und jedes Ministerium hat seinen Beitrag zu leisten. Da können Sie nicht davon reden, Sie übernehmen die Gesamtverantwortung, weil andere etwas gemacht haben, was Sie so gar nicht wussten, weil Sie einfach nur Gutachten von Dritten gehabt haben. Die Nummer geht heute nicht auf. Damit kommen Sie heute hier nicht durch. Und hören Sie auf mit dem Märchen, die CDU und die FDP hätte ja alles mitgemacht. Das höre ich ja auch ständig immer wieder. Wir haben Ihnen immer wieder Stoppschilder und Warnhinweise hochgehalten. Ein Untersuchungsausschuss. Wir haben Anträge, Anfragen gestellt. Wir haben so häufig uns darüber beklagt, dass es keine Antworten gab. Und seien Sie ehrlich, mit der FDP konnten Sie es damals nicht realisieren. Und als dann die Privatfinanzierung, die Sie uns vorgetäuscht haben, nicht funktionierte. Erst sollten es 80%, dann 50% sein. Dann wurde irgendwann mitgeteilt, man hätte die Verträge unterschrieben und klar sei, das Land und die Steuerzahler werden komplett haften. Wissen Sie, das ist Hütchenspielermanier, aber keine ernsthafte Politik. Aber damit nicht genug. Ich denke, das System Beck, das ist uns allen klar, hat viele Gehilfen in dieser Chronologie des Scheiterns. Wenn wir uns den früheren Finanzminister Professor Dr. Däubel anschauen, Herr Ministerpräsident, der hatte unter Ihnen freie Hand, abenteuerliche Finanzkonstrukte und Transaktionen
Sogar der Handel mit US-amerikanischen Lebensversicherungen war angedacht. Das Finanzierungsmodell war eine einzige Lachnummer, und beschäftigt hat sich jetzt die Staatsanwaltschaft damit. Die versprochenen Investoren kamen nicht, die wurden nie gesichtet. Aber, und das war genau der Punkt, und den werfen wir Ihnen vor, dieses BEC-Projekt musste zu Ende gebracht werden, koste es, was es wolle. Und drücken Sie nicht auf die Tränendrüse, dass Ihre Prestigeprojekte die Ausbildung junger Menschen sei. Hier haben Sie das Geld für diese Ausbildung verzockt. Das ist genau die richtige Ehrlichkeit. Wir wissen ja, Doktor- und Professorentitel beeindrucken den Herrn Ministerpräsidenten. Deshalb hat er Herrn Professor Dr. Däubel alles geglaubt, sogar gesagt, er hätte das Finanzkonstrukt verstanden. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Aber er sagt, er hätte es verstanden. Chapeau, Herr Ministerpräsident. Er war der Einzige, der es neben Herrn Professor Dr. Däubel verstanden hat. Wenn Sie alles wirklich verstanden haben, wie konnten Sie dann diese Zockerei, diese Spekulation zulassen und sich zeitgleich in der Bankenkrise derart theatralisch hinstellen und beklagen, dass der ehrbare Kaufmann nichts mehr gelte? Das ist doch Heuchelei, Leute. Und die Gehilfentruppe geht ja weiter. Ich bin ja übrigens froh, Herr Minister Lewens, dass Sie heute da sind. Wir haben uns ja schon Sorgen gemacht in den vergangenen zwei Wochen. Mensch, wird doch nichts passiert sein. Sie sind ja der zuständige Ressortminister. Man hat nichts mehr gehört, komplette Tauchstation. Und seit Bekanntgabe der Nürburgring-Pleite am 18. Juli, es gab ja immer wie gewohnt tagtäglich, ballern ja die Pressemitteilungen aus Ihrem Haus, ist ja schön, in zweifache, also wenn man sieht, in zweistelliger Zahl. Aber was schon auffällig ist, als zuständiges Haus Ressortminister, zahlreiche Pressemitteilungen seit dem 18., aber nichts zum Nürburgring. Okay, die Verleihung einer Ehrennadel war noch mal eine Pressemitteilung wert, aber von Ihnen hätte ich schon ein bisschen mehr Format wirklich auch erwartet. Und Sie, Herr Minister Lewens, Sie wollten ja nach der Landtagswahl den großen Aufräumer am Ring geben. Was haben Sie uns nicht alles angekündigt? Zugegeben, es kam auch ganz gut am Anfang. Das haben Sie nicht schlecht gemacht, wenn man ein bisschen probt, kriegt man das ja auch hin. Und da haben Sie gesagt, erstens, Gespräche mit Ecclestone sind seit Monaten kurz vor dem Abschluss. Bisher erreicht nichts. Bis Fasnacht versprachen Sie Klärung am Ring. Bisher erreicht nichts. Bis Ostern wollten Sie mit den Pächtern Lindner und Richter alles in trockenen Tüchern haben. Bisher erreicht nichts. Also Sie, Herr Lewens, Sie wollten ja schnell als Beck-Nachfolger ins Ziel kommen. Aber über den Ankündigungsminister sind Sie bisher nicht hinausgekommen. Heute müssen wir feststellen, Sie, Herr Lewens, sind Teil des Systems Beck und tiefer verstrickt, als wir alle dachten. Schon als Staatssekretär für die innere Sicherheit zuständig, haben Sie Polizisten gestoppt, die im Mai 2009 Hinweise einer Vertrauensperson nachgehen wollten. Unter anderem stand die Gefahr im Raum, dass in der Schweiz das hinterlegte Bardepot nicht sicher war. Unvergessen Ihre Worte damals, man möge es dabei belassen. Auch den Bericht des Landeskriminalamtes aus Mai 2009 haben Sie gestoppt. Sie haben ihn damals abgezeichnet, eine Weiterleitung aber an Innenminister Bruch haben Sie unterbunden. Und genau das führte zu keinerlei Konsequenzen. Und schon damals haben Sie, Herr Minister Lewens, Ihren Beitrag geleistet, Probleme herunterzuspielen. Herr Minister Lewens, Sie setzen die Vertuschungsstrategie Ihrer Parteifreunde Professor Däubel, Herrn Hering und des Ministerpräsidenten nahtlos fort. Noch Ende des vergangenen Jahres haben Sie im Innenausschuss den Eindruck erweckt, das Land hat gute Chancen, das EU-Verfahren positiv zu bestehen. Ja, auch das war eine Sitzung. In der Tat, ich weiß nicht, ob Sie die in Ihrer Aufzählung hatten. Auch das war eine Sitzung, die wir hatten zum Nürburgring. Und da wurde uns gesagt, es gibt lediglich nur Verständnisfragen der EU. Das war eine Märchenstunde, waren gute Nachtgeschichten, die wir da erfahren haben. Also es kommt noch mal, es kommt nicht auf die Quantität der Sitzungen an, sondern auf die Qualität der Aussagen. Und zum Beihilfeverfahren erzählten Sie Folgendes. Ich darf das aus dem Ausschussprotokoll zitieren. Staatsminister Lewens, Zitat, die Landesregierung gehe davon aus, die Angelegenheit
sei EU-konform, Angelegenheit EU-konform zum Abschluss gebracht zu haben. Die EU-Kommission habe mehrmals nachgefragt. In erster Linie gehe es um Verständnisfragen. Und Sie wissen ganz genau, es ging nicht gerade um ein paar Verständnisfragen. Warum haben Sie so häufig Fristverlängerungen beantragt? Da ging es um essentielle Fragen. Sie haben die EU hinter die Fichte geführt die ganze Zeit und sich dann gewundert, als Sie richtig eingestiegen sind, warum das wissenschaftliche Gutachten der EU-Kommission zu dem Ergebnis gekommen ist, wo wir jetzt sind. Nicht das Nichthandeln der EU führt zur Insolvenz, sondern das fehlerhafte Handeln von Ihnen führt zur Insolvenz und zu dieser Sondersitzung. Und Herr Minister Lewenz, da steht Ihnen, Herr Hering, ja in nichts nach, im Gegenteil. Es ist immer wieder erstaunlich, mit welch unbeteiligter Miene der Kollege im Haushalts- und Finanzausschuss dasitzt, wenn es um den Nürburgring geht. Sie, Herr Hering, haben damals höchstpersönlich die Verträge mit Herrn Lindner, Herrn Richter und Co. ausgehandelt und durch den Aufsichtsrat gewunken. Diese Verträge sind jetzt ins Visier der EU-Kommission geraten. Wir erinnern uns deutlich an Ihre Worte auf der Pressekonferenz zur Vorstellung dieses neuen rettenden Betriebskonzeptes, in Klammern, das jetzt insolvent ist. Nach mehr als 100 Stunden Verhandlungen sei, Zitat, ein sehr faires Abkommen unterschrieben worden. In einer Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses am 30.03.2010 sagte der damalige Minister Hering, der Vertrag stelle sicher, dass, Zitat, keine Belastungen für die Steuerzahler entstehen, da allein mit der Betreibergesellschaft, da die mit der Betreibergesellschaft vereinbarten Mindestpachten bereits über den Zinsbelastungen des Landes liegen. Leute, was ist das denn für eine Aussage gewesen? Ich würde gerne wissen, ob Sie heute zu dieser Aussage auch noch stehen. Sie, Herr Hering, haben auch an Herrn Richter festgehalten, mit dem die Landesregierung nun im Clinch liegt. Es sind die Geister, die Sie selbst gerufen haben und über die Sie sich jetzt so bitter beklagen, aber heute wiederum, wie wir von Herrn Lewenz hörten, die ja doch gar nicht so schlecht sind. Herr Hering, Sie haben an einem Unternehmen mit gerade mal 70.000 Euro Eigenkapital festgehalten, sehenden Augen. Ein Jahr vor der Landtagswahl waren Ihnen alle Mittel recht, um eine sogenannte Neuordnung durchzudrücken. Man muss sich nur den Pachtvertrag anschauen. Es war eine Abschlagszahlung vorgesehen, die wurde noch gezahlt. Ein halbes Jahr vor der Wahl. Ist sicherlich nur Zufall gewesen. Der Zahlungseingang, der wurde ja auch entsprechend bejubelt von Ihnen. Seht ihr, mein Konzept funktioniert. Doch dann wurde es ziemlich still nach der Landtagswahl. Geendet hat es genau einen Monat nach der Landtagswahl. Die zweite Pachtzahlung, die wurde schon nicht mehr geleistet. Und da werfen Sie uns vor, wir würden schwarzmalen, wenn wir sagen, Sie hätten die Leute vor der Wahl hinters Licht geführt. Das ist noch viel zu freundlich, was ich hier sage. Herr Hering, Sie und die SPD haben mit einem notdürftigen Konstrukt auf Zeit gespielt. Sie haben den Bürgern nicht die ganze Wahrheit gesagt. Wir halten es für nötig, deshalb, dass der Landesrechnungshof auch das vom früheren Wirtschaftsminister Hering ausgehandelte Zukunftskonzept untersucht. Wir bringen einen Antrag dazu ein und ich fordere die Fraktionen von Rot und Grün auf, hier mitzustimmen. Der Landesrechnungshof ist ein eigenständiges, unabhängiges und in der Verfassung verankertes Kontrollorgan. Er ist eine nur dem Gesetz unterworfene oberste Landesbehörde, in die wir alle großes Vertrauen haben und in deren Prüfungsergebnisse, die wir respektieren. Eine Prüfung durch dieses Gremium wird sicher weiteres Licht in die Affäre bringen. Möglicherweise, ich weiß es nicht, ergeben sich auch Anhaltspunkte für strafrechtliche Relevanzen. Herr Kühl, ich komme nun auch zu Ihnen. Aus dem Untersuchungsausschuss, so erzählen es die Kollegen, ich war damals noch nicht Mitglied in diesem Landtag, wissen wir, dass es viele kritische Vermerke aus dem Wirtschaftsministerium Ihrem damaligen Haus gab. Sie waren dort Staatssekretär. Ihre übrigens auch der Generalsekretär, der von der verrutschten Mütze spricht, der war das da auch. Also der wusste auch, was los war. Aber kommen wir mal zurück zum Parlament hier. Sie waren dort Staatssekretär. Ihre Fachbeamten hatten bereits im Frühjahr 2008 das Gefühl, dass seitens der Nürburgring GmbH, und ich zitiere, getrickst wurde. Dennoch führten die vielen kritischen Vermerke nie zu Konsequenzen.
Ich frage mich, warum. Ihr damaliges Wirtschaftsministerium, Herr Dr. Kühl, stellte mit der letzten Unterschrift, Zitat, sicher, dass die RIM-Finanzierung in Höhe von 85 Millionen Euro über MediInvest an die MSA erfolgen konnte. Diese stillen Beteiligungen, die sind jetzt auch ins Visier der EU-Kommission geraten. Und unter Ihrer Verantwortung als stellvertretender ISB-Aufsichtsratsvorsitzender hat die ISB auch die erforderlichen Beschlussvorlagen für Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung zur Übernahme der Finanzierung vom Liquipool vorbereitet. Inwieweit haben Sie dabei eigentlich über Verluste in der sogenannten Einschwungphase, die ja sofort zur Abschwungphase wurde, nachgedacht und informiert? Und dann noch ein Stichwort zur BaFin. Bereits im März 2010 hat die BaFin die ISB um eine Darlegung des damals geplanten Geschäftes gebeten. Es gab weiteren Nachfragebedarf, als im Juli 2010 die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen den früheren Sprecher der ISB-Geschäftsführung Metternich und den früheren RIM-Geschäftsführer Wagner ausgeweitet hat. Durchsuchungen in den Räumen der ISB fanden statt. Das passiert nicht einfach so, nur weil man mal kurz einen Fehler gemacht hat, Herr Ministerpräsident. An Sie geht ein besonderer Vorwurf, Herr Dr. Kühl. Sie sind promovierter Wirtschaftswissenschaftler und ich halte Sie auch wirklich für einen ganz klugen Menschen und eigentlich auch einen integeren Menschen. Sie hatten als Staatssekretär und haben als Minister Zugriff auf den Sachverstand eines ganzen Ministeriums. Als stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat der ISB waren Sie regelmäßig mit Fragen im Zusammenhang mit der Erstellung von Finanzierungskonzepten sowie mit allgemeinen Zusammenhängen des Kreditmarktes befasst. Sie waren zugleich in Personalunion Mitglied des Aufsichtsrates der Nürburgring GmbH und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der ISB. Sie hatten alle kritischen Vermerke Ihres Hauses. Sie hatten Gespräche, viele Informationen, aber Sie haben das Projekt nicht gestoppt. Und nun zu Ihnen als SPD-Fraktion. Auch Sie haben versagt. Mit dem Wissen hätte eigentlich Ihr Zweifel wachsen müssen. Oder wussten Sie nichts? Gut, dann muss man alles glauben. Dass die Regierung so lange ihren Kurs des Augen zu und durch weiterfahren durfte, liegt auch am Verhalten der SPD-Fraktion. Die hat sich inzwischen zur fünften Abteilung der Staatskanzlei entwickelt. Es gibt keinen einzigen unter Ihnen, der den Mumm hatte, einmal ins Rad zu greifen. Nicht nur eine einzige Nachfrage. Alle denken und sagen bei Ihnen zur gleichen Zeit das Gleiche. Nicht zum Wohle des Landes, sondern zum Wohle der Partei. Und die Partei hat bei Ihnen immer recht. Das macht mir Angst. Liebe Kollegen, Kontrolle der Regierung ist eigentlich Aufgabe des gesamten Parlaments und nicht nur der Opposition. Herr Hoch war beispielsweise stets zur Stelle, wenn es darum ging, die Landesregierung zu verteidigen, aufstrebend. In einer Pressemitteilung der SPD-Fraktion am 10. Februar 2011 heißt es, Herr Hoch, Zitat, Neukonzeption am Nürburgring war wirtschaftlich sinnvoll. Die Zukunftskonzeption hat im Untersuchungsausschuss nichts verloren. Anhaltspunkte für missbräuchliches Verhalten haben sich heute nicht ergeben. Sagen Sie, Herr Hoch, dieses blinde Sekundieren muss Ihnen doch verdammt peinlich heute sein. Oder stehen Sie noch immer zu dem, was Sie damals stramm vertreten haben? Und Sie wissen ganz genau, ich habe noch ein paar Zitate dazu, es wird nicht besser, wenn ich sie vorlese für Sie. Kam denn die Pleite für Rot-Grün wirklich so überraschend, verehrte Kolleginnen und Kollegen? Warnungen und Unwetterwolken haben das Projekt von Anfang an überschattet. Niemand konnte das übersehen und deshalb frage ich Sie, Herr Ministerpräsident, Sie, Herr Innenminister und auch Sie, Herr Finanzminister, haben Sie wirklich erst im Juli 2012 so richtig gewusst, dass die Nürburgring GmbH überschuldet ist? Im März 2011 erschien Teil 2 des Rechnungshofberichtes. Darin heißt es, die Pachtzahlungen der Betreibergesellschaft von Richter und Lindner werden nicht ausreichen, um die Zinszahlungen und die Abschreibungen für den Nürburgring abzudecken. Das heißt doch im Klartext, schon vor über einem Jahr, direkter Marsch in die Pleite, festgestellt im Jahr 2010,
publiziert im März 2011 und endlich zugegeben in diesem Jahr. Da kann mir doch keiner weismachen, die böse EU hat uns mal kurz gestoppt, weil sie nicht entscheiden wollte. Mit der Nummer kommen Sie nicht mehr durch. Sie kannten doch den Verlauf des Geschäftsjahres 2011 am Ring mit Besucherzahlen weit unter den Größenordnungen für einen rentablen Betrieb. Und eines will ich Ihnen auch sagen, es waren nicht nur die bösen Beraterfirmen. Ich selbst bin am Nürburgring gewesen, habe mir eine Karte gekauft und bekam sofort eine neue Karte. Dann habe ich gefragt, was soll ich denn mit der Karte? Ja, für Ihren nächsten Besuch. Sag ich, ich weiß doch nicht, wann ich das nächste Mal komme. Sagten Sie, ja, aber Sie sind jetzt schon mal gezählt. Also ich habe es jetzt nicht so mit der Omnipräsenz, auch mit dem Klonen nicht. Aber ich finde schon beachtlich, wie hier Zahlen getürkt und auch manipuliert wurden. Sie können mir doch nicht erzählen, dass das die Beraterfirma zu Ihnen gesagt hat. Das ist doch Ihre eigene Verantwortung und das wurde auch von unseren Kollegen bereits gesagt. Nach den Presseberichten lag Ihnen am 16. Mai 2012 das Gutachten von Dornbach und Partnern vor. Darin steht, also den Presseberichten zufolge, dass die Nürburgring GmbH über 400 Millionen Euro, dass Millionen Euro Schulden hat. Das Vermögen kann aber nur auf 90 bis 126 Millionen Euro geschätzt werden. Und das auch nur bei optimistischer Berechnung. Also die Schulden sind viermal so hoch wie das Vermögen. Und da haben Sie weitergemacht, als ob nichts wäre. Sie sind einfach frohgemut mal in den Urlaub gefahren. Haben Sie wirklich gemeint, mit einer neuen Finanzspritze, also wenn die Schulden viermal so hoch waren, mit einer neuen Finanzspritze von lediglich 13 Millionen Euro wäre dann diese dramatische Überschuldung irgendwie geändert worden und die EU hätte nur grünes Licht geben müssen? Wissen Sie, das ist eine Mischung aus Leichtsinn, vorsätzlicher Verschleierung, Rat und Hilflosigkeit und von dem vergeblichen Versuch, sich immer noch weiter durchzuwurschteln, ohne zu wissen, wie das jemals wieder gut werden sollte. Ja, davon haben Sie gelebt, auch über die Wahl hin. Und jetzt kommt die Wahrheit. Und das, juristische Folgen oder Schlussfolgerungen ziehe ich hier keine. Herr Ministerpräsident, Sie haben auch Ihre Pflichten, bin ich der Meinung, verletzt. Sie sind nicht fähig, mit den Finanzen dieses Landes und dem Vermögen verantwortungsvoll umzugehen. Und wenn es eng wird, und das hat mich heute, muss ich Ihnen ehrlich sagen, enttäuscht. Ich habe ja gestern Ihr Interview in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Also ich meine, da muss man ja schon, also ich weiß nicht, in welcher Parallelwelt Sie sich so bewegen, aber ich meine, in so einer Situation ein solches Interview zu geben, es tut mir mehr als leid. Und dann gestern Abend im SWR zu sagen, dass Sie nicht, ich habe es jetzt nicht wörtlich, aber ich kann es gerne nachschlagen, weil wir es rausgeschrieben, dass Sie sich nicht entschuldigen, aber heute dann gesagt haben, Sie entschuldigen. Das fand ich ja schon mal einen Schritt, weil man ist ja dankbar für Kleinigkeiten mittlerweile. Aber Herr Ministerpräsident, dass Sie dann sagen, es sind die anderen schuld. Ich habe mir das mal mitgeschrieben, da haben Sie gesagt, man hat Fehler gemacht, da gab es Gutachten, immer weit weg von sich, nie ich, nie ich. Sie waren aber dabei, als Boris Becker dort war. Übrigens, das ist wohl Ihre Bildungsförderung für drei Auftritte 450.000 Euro. Davon würden unsere Schulen auch besser werden. Das kann ich Ihnen sagen. Aber Sie waren immer dabei, wenn es was zu verkünden gab, wenn was erfolgreich aussah, da war immer die Ich-Position da. Und wenn es was abzuschieben gibt, sind es die anderen, die Gutachter, die Berater, die Pächter, die Bundesregierung, die EU. Und Sie werfen dann noch in dieser ominösen Pressekonferenz der EU noch vor, sie hätte sie hängen lassen. Dass die Landesregierung inklusive Frau Ministerin Lemke, ganz gleich, wie sie es jetzt versucht zu drehen, nun Brüssel für die neuen Entwicklungen verantwortlich machen will, das ist nicht nur ein schlechtes, sondern auch ein denkbar ungeeignetes Ablenkungsmanöver. Wissen Sie, sonntags redet die SPD immer ganz gerne staatsmännisch für die EU und will den Europäer geben, aber Mittwoch schickt die SPD die EU als bösen Buben dann vor. Das ist eine billige und auch eine ziemlich unwürdige Nummer. Und es zeugt von einem merkwürdigen Rechtsverständnis, die EU-Kommission ihr zu unterstellen, sie beschneide, wie Frau Lemke twitterte, den Rechtsschutz. In Brüssel wird nach gültigem EU-Recht gehandelt. Übrigens erwarte ich das von meiner Landesregierung auch, dass sie sich nach geltendem Recht verhält. Und diese Landesregierung,
Und diese Landesregierung hätte sich hier besser vorher schlau gemacht. Brüssel schiebt nun dem unheilvollen Verschleierungssystem Beck, Levens und Co. den Riegel vor. Wissen Sie was? Das ist nicht dramatisch, das ist gut für die Steuerzahler. Nur ist es traurig, dass es so weit kommen musste. Aber diese Argumentation als Muster ist uns ja bekannt. Wir haben hier ja viele Beispiele dafür, wie Sie mit Voten unabhängiger Institutionen umgehen. Wir wissen, was der Ministerpräsident mal über den unabhängigen Landesrechnungshof sagte. Aus einem Interview eines Regionalprogrammes sagte er, da wird viel dumm Zeug geredet. Und weiterhin haben Sie von einer Maßlosigkeit, wie Sie sie selten erlebt haben, gesprochen. Oder als das Bundesverfassungsgericht Ihrem früheren Justizminister einen Verfassungsbruch bescheinigte, dann nannten Sie das nur eine Bagatelle. Zurück zum 18. Juli. Da trat der Ministerpräsident, brav eskortiert von drei Ministern, vor die Presse. Alle vier taten ganz betroffen erschrocken. Die EU erlaube nicht, dass Geld fließe, deshalb sei der Nürburgring jetzt in Schieflage geraten. In der Pressekonferenz sagten Sie, Herr Ministerpräsident, Sie halten sich offen, Zitat, rechtlich gegen Brüssel vorzugehen. Da frage ich Sie einfach mal, was ist denn die Grundlage? Wo wollen Sie denn rechtlich gegen Brüssel vorgehen? Wie sehen Sie denn die Chancen und was bezwecken Sie denn mit diesem rechtlichen Vorgehen? Aber was mich auch wundert, also das frage ich mich dann auch, ich bin ja doch besorgt, auch so ein bisschen um die Minister hier, vielleicht kann uns ja Europaministerin Frau Konrad Auskunft geben. Ich weiß gar nicht, wo sie war. Sie ist ja Europaministerin. Zum Wahlsieg von Herrn Hollande ergriffen Sie zwar das Wort, aber dann waren Sie in dieser Sache auch auf Tauchstation. Und dann wurde suggeriert bei dieser Pressekonferenz noch ein Schulterschluss mit der Bundesregierung. Bewusst vage formuliert, aber so offen gelassen, dass die Öffentlichkeit meinen konnte, ja, auch die Bundeskanzlerin, auch der Bundesfinanzminister, die seien erbost über die Brüsseler Entscheidungen. Und da die rot-grünen Fraktionen gehorsam alles nachplappern, griffen sie die CDU rot-grün, oder die Grünen waren es, glaube ich, in einer Pressemitteilung im letzten Satz noch auf, dass die CDU wohl nicht wüsste, dass die Bundesregierung die Sichtweise der Landesregierung teile. Fand ich ja schon spannend. Das sieht die Bundesregierung aber ganz anders. Ein Telefonat mit der Kanzlerin, mit dem Bundesfinanzminister, mit der EU-Kommission und mit dem Wirtschaftsministerium. Die bringen Erhellung in das Ganze. Unisono zeigten sich alle erstaunt über diese kreative Interpretation in Mainz. Und wenn die Bundesregierung formal Anträge der Landesregierung weiterreicht, weil nicht das Bundesland sie an Brüssel weiterreicht, wenn die Bundesregierung Kontakte und Gespräche vermittelt, dann ist das ein freundlicher Akt. Aber daraus einen inhaltlichen Schulterschluss zu ziehen, das finde ich unanständig. Und sonst lassen Sie keine Gelegenheit aus der Bundesregierung gegen Schienbein zu treten. Aber, und das finde ich auch spannend, es gab ja Berliner Warnungen. Das müssen Sie natürlich dann auch sagen. Herr Wiechmann, wenn Sie anderes von der Kanzlerin wissen, freut es mich, telefonieren Sie mit ihr, sagen Sie mir es, dann werden wir es gegenüberstellen. Machen wir ganz gerne. Und es gab ja Berliner Warnung, ja, ist alles Quatsch, was wir sagen, und Sie schützen ja den Ministerpräsidenten, er hätte nichts falsch gemacht. Da kann ich mich gerne in Ihre Sichtweise einklinken und sagen, wir sehen das anders. Es gab Berliner Warnungen, dass es hier um Dauersubventionen gehen können. Sie kennen diese Warnung. Rot-Grün im Land ist ja bestens eine Bundestagsdrucksache bekannt. Drucksache 17/1174 vom 24. März 2010. Da heißt es in Frage Nummer 8, gibt es Fördermittel, die in der Vergangenheit genutzt worden sind, die gegen EU-Recht verstoßen? Antwort: Im Jahr 2003 entschied die Europäische Kommission auf Basis der Beschwerde von Konkurrenten, dass die Förderung eines Freizeitparks in Bremen gegen die europäischen Beihilferegeln verstieß und ordnete die Rückzahlung des rechtswidrigen Vorteils an. Man hätte es wissen müssen. Aber die Landesregierung hatte es eben nicht für notwendig erachtet, in Brüssel die Beihilfen vorher zu notifizieren, obwohl es interne Vermerke gab, die davor warnten, es nicht zu tun. Und in so einer gewissen Bauernschleue glaubte also der Ministerpräsident, wenn wir in Brüssel nichts anmelden, dann wird uns schon das Schwert des Durchführungsverbotes nicht ereilen. Und ganz clever wird dann immer noch darauf verwiesen, auf die sogenannten Opel-Kredite. Der Kredit sei ja auch rechtens gewesen, was man davor hatte. Nur, sehr geehrte Herren, mindestens einen gravierenden Unterschied gibt es. Dieser Kredit, der war zuvor in Brüssel notifiziert worden. Und die Entscheidung kam sogar schnell. Und wenn man will, dann geht das auch. Aber sich jetzt wundern, dass die EU sorgfältig prüft,
nachdem sie monatelang hinters Licht geführt worden ist, das ist schon eine schwache Ablenkungsnummer. Ich erwarte als EU-Bürgerin erwarte ich, dass die EU-Kommission sorgfältig vorgeht und sich an Gesetze hält. Und die rot-grüne Dolchstoßlegende, wonach die EU die Verantwortung für das Insolvenzverfahren trage, ist ein ganz platter rot-grüner Täuschungsversuch. Zur Insolvenz kam es nicht, weil die EU sich verweigerte, sondern weil die Beck'sche Amüsiermeile am Nürburgring dauerhaft Verluste und keine Gewinne brachte. Und ganz ehrlich, wenn wir uns künftig über die Haushalts- und Finanzpolitik der Griechen beschweren, dann wird man von Athen aus mit dem Finger nach Mainz und auf Kurt Beck und sein Kabinett zeigen. Die EU hat die Verluste für die rheinland-pfälzischen Steuerzahler begrenzt. Wäre es nach dem mittlerweile verschwisterten Lemke-Beck-Team gegangen, wären die Steuermillionen endlos in dieses Fass ohne Boden geflossen. Und Frau Lemke sagt ja noch vor einiger Zeit, sie hätte jetzt mal endlich einen Boden in dieses Fass gezogen. Aber so dicht war wohl dieser Boden nicht. Und die Grünen, die sind ja am Nürburgring nicht mehr Aufklärer, sondern Komplizen der SPD. Wirtschaftsministerin Lemke, die steht ja mit beiden Beinen fest im Beck'schen Nürburgringsumpf. Das unterwürfige Verhalten der grünen Wirtschaftsministerin, die dem Ministerpräsidenten attestierte, keine Fehler gemacht zu haben, das ist nur noch peinlich. Und jetzt wohlwollend, in einer gewissen Weise, Frau Lemke, ein bisschen verstehen kann ich Sie ja. Ein bisschen verstehen kann ich Sie ja. Sie haben auf der einen Seite Ihre grüne Basis, die mit Werf und Herzblut zusammen mit der CDU, mit dem Kollegen Europaabgeordneten Werner Langen vor der Wahl vorgegangen ist. Sie haben Ihre grüne Basis, die sich die Augen reibt. Auf der anderen Seite sind Sie in der Koalition drin und Sie bewegen sich wie eine Abrissbirne zwischen beiden Extremen. Und dass das nicht gut gehen kann, das ist klar. Und beide sind mit einer Nürburgring-Legende bei der vergangenen Landtagswahl ja ins Amt gekommen, der Ministerpräsident und die Ministerin. Sie haben, Herr Ministerpräsident, den Bürgerinnen und Bürgern ein Erfolgsmodell vorgegaukelt. Und Frau Lemke, sie hat Transparenz und Aufklärung versprochen. Und beide haben jetzt gemauschelt und ihr Versprechen gebrochen. Also das heißt, die Grünen, die klar Schiff machen wollten, sind jetzt sehr getroffen vom Schwert aus Brüssel. Das ist schon eine sehr interessante, eine sehr unglaubwürdige Wandlung. Es gibt ja einige Pressemitteilungen, die kann man auch nachlesen. 25. Februar 2010, Frau Lemke sagt, Zitat, wenn ich das sagen würde, wäre hier großer Tumult. Deshalb nochmal, ist ein Zitat von Ihrer Ministerin. Alle Verantwortlichen für dieses Desaster müssen dafür gerade stehen. Ich bin sehr gespannt, wie sich Finanzminister Dr. Carsten Kühl aus der Affäre zu ziehen sucht. Frau Lemke, 4. März 2010. Der Rücktritt von Professor Däubel war konsequent, aber er entlastet damit nicht Kurt Beck, der Däubel für sein Vorhaben die volle Rückendeckung gab. Kurt Beck hätte die Märchen auch hinterfragen müssen. Frau Lemke, am 14. April 2010. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat in erheblichem Maß finanzielle Beihilfe für das Nürburgring-Projekt geleistet, die allesamt nicht der EU gemeldet wurden. Es ist offensichtlich, dass die Bedingungen für eine erlaubte Beihilfe nach EU-Maßgaben nicht vorliegen. Das erklärt, warum die Landesregierung das Projekt nicht der EU-Kommission gemeldet hat. Im Klartext bedeutet dies, dass die Landesregierung gegen EU-Recht verstoßen hat. Das hat Frau Lemke vor der Wahl gesagt, und nach der Wahl sagt sie, Herr Beck hat nichts falsch gemacht. Das ist schon sportlich. Sehr, sehr sportlich. Aber also ich will dem Herrn Dr. Kühl ersparen, was seine jetzige Ministerin über ihn noch gesagt hat. Das, glaube ich, muss nicht sein. Aber wenn man sich anschaut, was im grünen Wahlprogramm stand 2011, am Nürburgring zeigt sich, was geschieht, wenn man ein Land zu besitzen glaubt. Nichts anderes sagen wir hier. Aber werden dann mit Klamauk gerückt von den Grünen. Wenn Ihnen nichts mehr einfällt, heißt es Klamauk. Ich erinnere an Ihren Klamauk, wie Sie mit Bobbycars hier vor dem Landtag rumgefahren sind und haben gesagt, das sei ein Nürburgringrennen. Also wenn einer Klamauk gemacht hat, können Sie gerne machen.
Aber machen Sie nicht so, als seien Sie im Nadelstreifenanzug geboren worden und hier so reingekommen. Und über Twitter haben wir ja auch einiges gesehen. Die Landesregierung darf nicht zulassen, dass am Nürburgring weiterhin systematisch gezielt Steuermillionen verschwendet werden. Und dann sagt aber Frau Lemke, und da muss man halt immer darauf achten, in welchem Jahr oder Monat es war. Es kann sich ja um Monate handeln. Da sagt sie dann am 18.07.2012 auf einmal, die EU ist schuld. Sie sagt, EU lässt Nürburgring durch Rechtsmittelverweigerung fallen. Insolvenz ist außerdem keine Notbremse. Und dann gibt es noch wunderbare andere Pressemitteilungen. Ich sage einfach nur 13.10.2010. Da hat Ihre Kollegin Franziska Brandner einiges erwähnt. Das ist schon ganz spannend. Vor allen Dingen der Hinweis, dass man parteiübergreifend aktiv werden wolle. Zitat. Parteiübergreifend sind die Grünen heute auch noch aktiv. Das stimmt. Nur nicht mehr mit uns. Unsere Haltung hat sich nämlich nicht geändert, sondern die der Grünen hat sich geändert. Und deshalb können Sie jetzt parteiübergreifend mit der SPD aktiv werden. Das stimmt. Frau Lemke und Herr Köbler, die sind unglaubwürdig geworden. Und die Grünen sagten, sie seien mit der SPD nun in einer Wertegemeinschaft. Das finde ich sehr gefährlich. Aber Frau Lemke hat es gesagt. Und jetzt frage ich mich, welchen Werten fühlen Sie sich eigentlich verpflichtet von der SPD? Den Werten der Transparenz und der Wahrhaftigkeit? Des ehrbaren Kaufmanns? Sind das Ihre Werte, mit der Gemeinschaft festzuhalten ist? Ein Wachhund, das waren Sie, oder positiv gesehen, Sie waren wachsam in der außerparlamentarischen Opposition und jetzt sind Sie zum Schoßhund der Regierung geworden. Und ich finde auch, Frau Lemke, eine Politikerin, die Steuergelder für ein Projekt einfordert, das sie abreißen will, ich finde, der fehlt jegliches Verantwortungsbewusstsein für den Umgang mit Steuergeldern. Nun, über die ISB haben wir heute Morgen gesprochen und über vieles andere auch. Darauf möchte ich nicht eingehen. Ich will aber noch zu einem Punkt kommen, zum Thema Landeshaushalt. Wir können gern drüber reden. Wir haben ja noch Zeit nachher. Ich freue mich ja drauf. Sie haben heute Morgen in 30 Sekunden über 254 Millionen Euro kurz die Hand gehoben. Das ist Geld, wofür wir viel, viel lange, das war eine ganz kurze Sitzung, ja oder nein, da gab es keine Begründung mehr, da gab es nichts, ja oder nein, die Hand gehoben. Das können Sie machen. Es gab eine Sitzungsunterbrechung. Ich hätte mir schon vorgestellt, dass Sie sich die Zeit gewünscht hätten, die übrigens noch da wäre, um sich selbst eine Rechtsmeinung einzuholen. Denn wenn Sie sich auf die Rechtsmeinung der Landesregierung immer verlassen, dann sind Sie häufig verlassen. Das hat man beim OLG-Präsidenten gesehen bei der Einschätzung. Da haben Sie sich auf die Rechtsmeinung der Landesregierung verlassen. Sie haben damit Schiffbruch erlitten. Und jetzt brauchen wir wieder eine Rechtsmeinung. Wir holen ein Gutachten ein. Es ist eine Rechtsmeinung. Sie können gerne eine andere dagegen stellen. Aber zu sagen, die Regierung hat schon eins, es ist noch nicht da, aber wir fühlen, es wird ganz gut sein, das ist mir zu wenig. Ehrlich gesagt, das ist mir zu wenig. Und ich komme auf die Risiken für unseren Haushalt. Es wird Auswirkungen haben auf unseren Haushalt. Und zu behaupten, wir hätten eine Rücklage, die man schlichtweg nur aktiviert wird, weil man sie unterm Kopfkissen hat, das ist ja spätestens heute noch mal klargestellt worden durch den Präsidenten des Landesrechnungshofes. Hier geht es ganz klar um neue Kredite, um eine neue Verschuldung. Dieses Geld wird fehlen. Und wenn wir sehen, was am Nürburgring verspielt worden ist, es geht um eine halbe Milliarde Euro, was hätte man mit diesen Millionen alles Gute tun können in diesem Landeshaushalt und in diesem Land. Für 330 Millionen Euro könnte für alle Schüler im Land von der 1. bis zur 13. Klasse und alle Berufsschüler ein eigener Laptop angeschafft werden und zusätzlich komplette Lernmittelfreiheit. Für 330 Millionen Euro könnte ab sofort und angesichts zurückgehender Schülerzahlen dauerhaft eine Unterrichtsversorgung von 100 plus X garantiert werden. Für 330 Millionen Euro könnten problemlos die fehlenden Kita-Plätze in den rheinland-pfälzischen Großstädten geschaffen und gleichzeitig die Gruppengrößen in den Kitas signifikant verkleinert werden. Mit dem Geld ließen sich im Hochschulbereich
rein rechnerisch rund 21.000 Studenten Wohnheimplätze schaffen und somit die Wohnheimplätze in Rheinland-Pfalz verdreifachen. Oder mit den 330 Millionen Euro könnte man das Jahresgehalt von zusätzlich fast 6.000 wissenschaftlichen Mitarbeitern bezahlen. Und was hätte man mit 330 Millionen Euro zugunsten der Städte, Kreise und Gemeinden tun können? Und ich weiß, weil reflexartig und sicherlich nachher in irgendeiner der folgenden Reden auch immer wieder die Rede auf unsere Fraktionsfinanzen 2006 zu sprechen kommt. Ja, auch wir. Ja, auch wir. Und das will ich offen sagen, Herr Dr. Brau. Weil das, ich glaube, ist schon ein qualitativ Unterschied. Keiner von uns ist hier kurz vor der Heiligsprechung oder heiliger als der andere. Aber es ist die Frage, wie gehen wir mit Verfehlungen um? Das ist die zentrale Frage. Und daran zeigt sich Format von Politikern, ob sie ernst zu nehmen sind. Und wenn wir uns anschauen, da gibt's einen Unterschied. Wir haben die Fehler und das, was rechtswidrig war, selbst entdeckt. Wir haben es selbst aufgedeckt. Wir haben die Staatsanwaltschaft um eine Prüfung gebeten, bevor die Vorgänge in die Öffentlichkeit kamen. Wir haben die nötigen Konsequenzen gezogen. Wir haben alles zurückgezahlt. Wir sind die Einzigen, die einen Schaden hatten, an dem wir bis heute tragen. Es ist nicht einfach für eine Fraktion, auch mit Altlasten zu leben. Aber beim Steuerzahler ist nichts hängen geblieben und von den Verantwortlichen ist niemand mehr im Amt. Und das ist der qualitative Unterschied zu Ihnen hier. Und ich stelle fest, der Eröffnungsbeschluss der EU-Kommission macht deutlich, die Wähler sind im Vorfeld der Wahl durch den Ministerpräsidenten, sein halbes Kabinett und die SPD-Fraktion insgesamt getäuscht worden. Seit fast 5 Jahren, Spatenstich, versuchen Sie glaubhaft zu machen, Sie hätten die Lage im Griff. Während Herr Beck noch im Landtagswahlkampf behauptete, der Nürburgring sei ein Erfolgsmodell, er saß auch bei Maybrit Ellner in der doch sehr denkwürdigen Sendung, wo er sagte, es würde kein einziger Cent Euro Steuergelder fließen. All das ist nicht eingetroffen, sondern das Gegenteil. Und ich muss sagen, das trifft den Steuerzahler schwer. Und was sind jetzt die Konsequenzen? Herr Ministerpräsident? In der Süddeutschen Zeitung erklärten Sie, wie ich vorhin sagte, Gesamtverantwortung. Ich finde, dieser Satz kommt viel zu spät, aber immerhin. Wissen Sie, Sie fordern ja immer gerne von anderen, dass sie Verantwortung übernehmen sollten. Von Managern, der Wirtschaft, dem Bundespräsidenten, dem ehemaligen Bundesverteidigungsminister. Wissen Sie, was auffällig ist? Sie haben ja viele Sie sind ja immer der Erste, der nahelegt, zu zeigen, was Anstand ist, was Politiker der CDU alles tun sollten. Auffällig ist nur, dass Sie bei Herrn Mappus sehr leise sind. Vielleicht mag das Gründe haben. Und Sie selbst haben sich sehr viel Zeit gelassen. Sie haben sich sehr viel Zeit gelassen mit Ihrem Hinweis, es tut mir mehr als leid. Erst jetzt im Vorfeld. Aber ich frage mich, was heißt das denn jetzt für Sie? Also was bedeutet für Sie, die Gesamtverantwortung zu übernehmen? Jeder von uns fragt sich ja, ja und jetzt? Und dann zucken Sie mit den Schultern, ja nix, machen wir weiter wie vorher. Wissen Sie, Sie müssen die Verantwortung übernehmen, aber erst mal definieren, was Sie damit meinen. Es gibt Kassiererinnen, es gibt Arbeiterinnen, die nehmen einen Pfandbon mit oder Maultaschen und werden dann einfach vor die Tür gesetzt. Die wissen, was Konsequenz heißt. Sie setzen Millionen Euro in den Sand und sagen, und nichts weiter geht's. Ich finde, das kann man draußen den Leuten nicht mehr erzählen, was das soll.
Herr Ministerpräsident, es ist schade, eigentlich haben Sie den richtigen, den würdevollen Zeitpunkt eines anständigen Rücktritts schon längst verpasst. Sie hätten schon längst in Würde zeigen können, was Format eines Politikers ist, der zugegeben durchaus in einer so langen Zeit, die er geschafft hat, Ministerpräsident zu sein, auch Dinge getan hat, von denen unser Land profitiert. Aber hier haben Sie etwas getan, daran werden wir lange, lange, lange zu knabbern haben. Und das wird eingehen in Ihr politisches Werk. Schade drum. Und Herr Minister Lewenz, tja, wenn man jetzt überlegt, ja, wer käme denn danach? Wahrscheinlich ist ja genau das das Dilemma. Was käme denn danach? Also ein Ministerpräsident Hering, soll er jetzt das Zukunftskonzept für Rheinland-Pfalz entwickeln, nachdem sein Zukunftskonzept gescheitert ist? Oder ein Ministerpräsident Lewenz, der seinerzeit Polizisten gestoppt hat? Heißt Gesamtverantwortung übernehmen? Sie machen den Weg jetzt frei für Neuwahlen, Herr Ministerpräsident? Eigentlich müssen Sie das tun. Eigentlich müssten Sie genau das tun, sich neues Vertrauen von den Bürgerinnen und Bürgern geben lassen. Heißt Gesamtverantwortung, Sie bilden Ihr Kabinett um? Gut, dann müssten Sie mindestens zwei Minister abziehen. Die SPD-Fraktion muss selbst wissen, ob sie mit ihrem Vorsitzenden Glaubwürdigkeit zutage tragen kann in dieser Frage. Herr Ministerpräsident, was heißt, sagen Sie es uns, Sie haben die Chance, hier noch mal reinzugehen. Sagen Sie uns, was heißt für Sie Verantwortung übernehmen? Der Wähler, der Steuerzahler, die CDU erwarten, dass Sie das jetzt hier und auch heute konkret sagen. Einfach wie Patex auf dem Stuhl zu kleben, aussitzen und weitermachen wie bisher, das hat nichts mit Verantwortung zu tun, sondern mit Sturheit hat das etwas zu tun. Verantwortung ist etwas anderes. Die Parteien, die ihn ins Amt brachten, die haben natürlich auch Verantwortung, mit ihm zu sprechen und ihm die Situation im Interesse dieses hohen Amtes und auch seiner Reputation deutlich zu machen. Zu hoffen ist, dass er aus eigenem Antrieb zu den richtigen Entscheidungen findet. Das sage nicht ich originär. Das ist ein Zitat dieses Ministerpräsidenten gegenüber Herrn Bundespräsidenten Wulff. Und das muss man wirken lassen. Anderen diese Empfehlung zu geben, und ich sage Ihnen, Herr Wulff hat nicht diesen Schaden hinterlassen, den Sie nicht zugeben wollen. Das kann ich Ihnen sagen. Ministerpräsident, wir geben Ihnen die Chance, aus eigenem Antrieb zu handeln. Ich kann nur eindringlich an Sie appellieren, übernehmen Sie Verantwortung. Und wenn Ihnen das unmöglich ist, das zu vergleichen, dann gehen wir zu dem ehemaligen Verteidigungsminister zu Guttenberg. Oder sagen Sie, das ist auch nicht zu vergleichen. Auch ihm hat er als allererster den Rücktritt empfohlen. Und Sie haben, Herr Ministerpräsident, Sie haben einen Amtseid gesprochen, Herr Ministerpräsident. Und wir geben Ihnen noch mal die Gelegenheit, darüber nachzudenken. Wir geben Ihnen noch mal die Gelegenheit, sich Gedanken zu machen. Wenn Sie aber dennoch alles aussitzen wollen, dann gehen wir weiter. Unsere Verfassung sieht in Artikel 99 die Entziehung des Vertrauens durch den Landtag vor. Einen solchen Antrag werden wir gegen Sie, Herr Ministerpräsident, zur nächsten Landtagssitzung einbringen. Das ist in der Geschichte dieses Bundeslandes noch nie vorgekommen. Aber Sie lassen uns keine andere Wahl. Danke schön.